Nein, wir haben noch kein. Gut, rasten. Weiterreisen. Nachdem ihr gerastet Nein, habt. wir wollen keine Wildschweine jagen. Gudasunden sind wir jetzt. Scheint ein kleinerer Ort als Hafen zu sein. Wir gehen mal hier durch. Eine Schmiede gibt es, einen Markt gibt es, der wahrscheinlich mal wieder alle Jubeljahre auf hat. Ja. Alle Jubeljahre hat er mal auf. Oh, der Ort ist doch ein bisschen größer. Was haben wir hier? Gut, das Haus ignorieren wir erstmal. Da ist der Hafen, das ist schön. Dann müsste ich hier gleich der Raum, das Haus, ja. Die Stadt auch gleich zu Ende sein. Ja, damit ist es zu Ende. Das heißt, wir gehen in den Hafen und schauen, ob wir von hier aus weiterreisen können. Hoffentlich günstiger als 22 Dukaten. Das war ja gerade schon eine Frechheit. Ach du Karten, naja, wenigstens etwas. Einiges günstiger. Das hier nur, um Informationen zu bekommen. Jetzt schauen wir mal durch. Händler. Da will ich rein. So, Wirt sprechen, das kennen wir Ihr, schon. Und ja der und. Wirt, be der Unsere Wirt Sicherheit ist in bringt euch. Ordnung. So ist Wo es. kriegen wir ihn? Sicher, an der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier. Ein erstaunlich gutes Gebräu. Sie wohnt oben am Marktplatz, die ganz schmale Eckhütte. Na gut. Wir Es ist verlassen. ihr Be Informationen kriegen wir sowieso nicht. Oben am Marktplatz. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da rumlaufen. Marktplatz hat bis jetzt noch nicht gefunden. Geht doch weiter. Oh, der Ort ist doch ein bisschen größer, merke ich gerade. Und da haben wir auch schon den Marktplatz. Was haben wir hier Feines? Guck mal, langlaufen. Interessant. Ah. Also da kommen wir wieder aus. Gut. Also der Ort ist noch ein bisschen größer. Ist zwar nicht als Großstadt gekennzeichnet, aber wenigstens etwas. Gut. Das heißt, wir folgen jetzt mal den Pfeil da oben. Das kleine Eckgebäude. An der Tür ist ein Schild mit der Aufschrift Algrit Trondesdotter angebracht. Ihr klopft und einen Augenblick später öffnet euch eine junge Frau von vielleicht 18 Jahren. Sie hat glänzende, hellblonde Haare und ist trotz ihrer durchaus muskulösen Gestalt die wohl schönste Torwalerin, die ihr je gesehen Aha. habt. Ihr seid ja ein lustiger Haufen. Was führt euch zu mir? Das da. Das stimmt zwar nicht, aber da seid ihr nicht die Ersten, die deswegen zu mir kommen. Naja, bevor ihr mich stundenlang mit Fragen löchert, sage ich euch lieber gleich alles, was mir dazu so einfällt.
Mein Ururgroßvater Trutzke war der einzige Überlebende der Expedition ins Orkland. Auf seine alten Tage ist er ziemlich wirr geworden, hat irgendwas von einer Ruine und einem Schatz erzählt. Seemannsgarn, wenn ihr mich fragt. In Breida gibt es so einen Knaben namens Askrim Turboldsson. Der erzählt eine Menge Märchen über Hügelig. Sein Vorfahr Turbold soll angeblich auch überlebt haben. Aber das stimmt nicht. Er will sich wohl nur damit groß tun. Naja. Lies sie nicht vor? Schade. Ich hatte mal eine Karte, die habe ich von Trutzke geerbt. Natürlich nicht direkt, er ist ja schon lange tot. Meine Großmutter hat gesagt, dass das Pergamentfetzen von Helgelück persönlich stammt. Vor 2 Jahren kam dann ein Händler vorbei. Ich glaubte, er hieß Jorgen oder so ähnlich. Er hat mir das nutzlose Stück für 5 Dukaten abgekauft. War verdammt großzügig von ihm. Mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht fragt ihr ja bei meinem Vetter Tiomar Svafnilsson nach. Der wohnt auf Manrik. Sie verabschiedet sich von euch. Viel Glück dann noch. Ihr seht euch noch weiter in Jalsingor um. Jalsingor heißt der Ort, na gut. So, das heißt, hier konnten wir gerade auch nichts machen. Wir müssen dahin, dahin und dahin. Wir haben aber nicht viele Möglichkeiten. Wir können nur von hier dahin reisen, denn dahin und notfalls die Reststücke hier mit zu Fuß abgehen, wenn der Rest zu teuer ist. Na gut, erstmal zum Hafen. Hafen, da lang. Naja, viel Rennerei diesmal in dieser Aufnahme auch. Aber wir haben eine ganze Menge XP auch nebenbei gemacht. Halt, hier habe ich mich, glaube ich, verlaufen, genau. So. Wir müssten am Hafen sein. Ja, wir sind am Hafen. Schön. Jetzt muss ich noch das Gebimmel finden. Bimmel ist das Haus, das ist gut. Jetzt sagt nicht, das Ding ist verbuggt, aber schon sagen. Huh. So. Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten hier. Wir können dahin reisen, dann. Den Ort zum Beispiel kann ich auch nicht anreisen, das ist natürlich übel. Da könnte man hinreisen. Kostet 7 Dukaten. Den Ort kann ich nicht anreisen. Den Ort nicht. Aber den Ort. Kostet 13 Dukaten. Schweinegeld, wenn ihr mich fragt. Wir könnten natürlich auch zurückreisen, den ganzen Weg zu Fuß gehen. Dann nehme ich lieber hier jetzt die 13 Dukaten in Kauf. Reise da hoch. Ist jetzt egal. Und dann rüber, weil wir müssen sowieso. Ist seelkrank, verbringt die Zeit im Bett. Ja. Hier können wir auch nichts machen im Ort. Das heißt, wir reisen sowieso gleich wieder weiter. Bis auf den Ort erkunden. Was wir natürlich jetzt auch schnell machen werden. Oh, der Ort ist aber auch hübsch. Würde ich mal so behaupten. War nicht schlecht gemacht, der Ort, muss ich sagen. Wo man überall langlaufen kann, ist ja mal geil. Ja. Der hat hier irgendwas wie eine alte Festung hier, Ort. So. Da oben war doch was. Da ist ein Gebäude, das sieht man. Da ist der Aufgang. Da kommt man so nicht hin. Na gut.
Einmal außen rum bitte. Dann gehen wir nochmal hoch. Einfaches Haus da und einfaches Haus. Achso. Ich dachte, das ist jetzt was Besonderes hier, aber doch nicht. Jo, ja, hier ist die Schmiede. Also schon geil gemacht dort, muss man sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, da kann man sagen, ist schon klasse gemacht. Aber dann gibt es so Sachen wieder, wie die Kämpfe. Das ist so strunzlangweilig. So. Hier oben sind wir beim Marktplatz. Der Ort ist auch größer. Alter Verwalter. Ist doch nicht gerade so klein der Ort hier. So, wir müssten dann eigentlich auch alles weit erkundet haben. Würde ich mal so behaupten, das war, glaube ich, hier runter, ne? Oder auch nicht. Na, egal. So, dann sind wir wieder am Hafen. Klar, wir könnten jetzt in die Taverne reingehen. Könnte auch sein lassen. So. Da wir da sowieso rüber müssen. Na, das ist wenigstens günstig. Eine Dukate. Wir müssen sowieso hier nach Brent Hill. So, dann haben wir ein Gasthaus mit. Wir müssen hier sowieso rein. Also, rein da. Labern. Ah, Kundschaft. Tönt es euch bereits entgegen, als ihr eintretet. Die Herberge wirkt geschmackvoll. Das nehmen wir und wir gehen einfach pennen. So. Herberge. Quasseln. Das kennen wir schon alles. Der Wirt. Der Wirt. So ist es. Was wollt ihr denn? Sicher. An der Theke winkt gut. Ein bornländischer Da steht, er weht gleich, noch der Gesuchte wohnt gleich gegenüber. Gleich gegenüber. Da gegenüber heißt es. Ach so. Ein Schild mit der Aufschrift Tiomas Wafnilsson ist neben der Tür angebracht. Als ihr gerade klopfen wollt, tritt ein Mann von etwa 35 Jahren aus der Tür. Wollt ihr zu mir? Ja, klar. Der bin ich tatsächlich. Aber was wollt ihr von mir? Wir sind im Auftrag des Hetmanns unterwegs und seine persönlichen Freunde. Nein. Ihr seid doch mit Hilgelik, dem Abenteurer, dem stolzen Torwalds verwandt. Ja. Nein, mit Hügelig bin ich nicht verwandt, aber mit Trutzke, und der war der beste Freund des alten Hügelig. Suche des Schwertes. Ihr wollt also Hügeligs Schwert auftreiben. Das haben schon ganz andere versucht, aber geschafft hat es noch keiner. Na gut, ich will euch weiterhelfen, so gut ich kann. Ich kenne nämlich ein paar Leute, die eigentlich etwas über Hügelig wissen müssen. Dafür habe ich so viel Geld ausgegeben? Vielleicht fragt ihr mal bei Jukt Toffinson in Skjal nach. Das ist der Nachkomme von Hyglicks Braut Brüder, das kennen wir schon. Isleif Olgason wohnt in Felsdünn. Oder ihr fragt Umbrick Siebenstein aus Orwell. Der Alte ist ein guter Freund von mir und er kennt eine Menge Leute. Naja, wir nehmen das. Er zögert einen Moment lang. Doch schon, ich habe da ein Erbstück von Hügelig. Aber das kriegt ihr nur, wenn ihr mir eine gute Empfehlung bringt. Die bringen wir euch schon. Viel Glück, ihr könnt's gebrauchen. So, wir müssen eine Empfehlung haben. Also wieder eine Aufgabe. Das heißt, hier gucken wir ins Questbuch. Wohnt im bunten Wagen. Ja,
Pexkerleben, Skyal. Wir müssen, wie steht, wir sollen Toya ein Empfehlungsschreiben bringen. Wohl von seinem Freund Umbrick. 7 Sterne, damit uns Tioma sein Kartenstück überlässt. Das heißt, wir müssen zu diesem Freund Umbrick 7 Sterne. Nach Orville. Hafen. Wo ist... Da ist Orville. Oh Mann. So, guck mal von hier aus da so hin. Nein, der Ort ist ja am Arsch der Welt. Gut, wir müssen nach Orville. Das heißt, Hafengebäude. Orville kann man nicht so anfahren. Was macht man eigentlich, wenn man kein Geld mehr hat? Plötzlich fährt ein Ruck ja, durch das Schiff. Das kennen wir schon. Was macht man eigentlich, wenn man kein Geld mehr hat? Und in so einem scheiß Ort feststeckt? Wie soll das denn gehen? So. Jetzt sind wir hier. Gehen wir kurz den Ort erkunden. Wir gehen kurz den Ort erkunden. Wenn wir schon mal hier sind. Der Ort ist interessant. So. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat der auch keinen Ausgang, sagen wir es mal so. Das heißt, wir müssen einmal sauber jetzt um die Insel laufen können. Sag ich doch. So, dann laufen wir noch einmal durch die Mitte. Einmal noch hier rüber. Und einmal noch mal darüber. Und wenn wir nochmal darüber laufen, dann haben wir, glaube ich, den ganzen Ort erkundet. Ja, so einfach war das. So, wo war jetzt der Hafen? Oh, Moment. Da. So. Ich hoffe, dass wir jetzt da rüberkommen. Nein. Man kommt da nicht hingereist. Man kommt mit dem Schiff da nicht hingereist. Das gibt's doch nicht, ne? Wir müssen wirklich... Och, nö. Das ist doch doof. Wir müssen wirklich hier lang reisen. Oder von da kommen. Holla die Waldfee. Dann reisen wir jetzt lieber einer von diesen beiden Orten an. Am Horizont könnt ihr... Dann entdeckt ihr mit Schrecken, dass es sich um Piraten handelt, die nun längs... Ja, schön auf in den Kampf, ne?